Im zweiten Teil zeige ich euch jetzt, wie ihr mit Hilfe der Schnittvorlage das Shirt zuschneidet und zusammennäht. Ihr braucht Stoff. Wie viel Stoff ihr genau braucht, zeige ich euch gleich. Den Papierschnitt, Stecknadeln, eine Stoffschere, ein Maßband eventuell, Schneiderkreide, ein Geodreieck und passendes Nähgarn. Und natürlich die Nähmaschine und vielleicht auch ein Bügeleisen. Als erstes legt ihr den Stoff so hin, dass er doppelt liegt und die rechten Stoffseiten nach innen zeigen und der Stoffbruch, also die gefaltete Kante, zu euch hin zeigt. Dann nehmt ihr euch den Papierschnitt, als erstes das Vorderteil, das legt ihr mit der vorderen Mitte an die Bruchkante. Das Rückenteil legt ihr daneben, so dass es passt. Ich drehe es jetzt einfach um, weil es dann besser passt. Ihr müsst aber darauf achten, wenn ihr einen Stoff habt, der ein Muster hat, was in eine Richtung geht, könnt ihr nicht einfach Schnittteile umdrehen, weil ihr sonst das Muster auf dem Kopf habt. Darauf müsst ihr achten. Und das steckt ihr euch dann erstmal fest. Die Ärmelschnittteile legt ihr so darunter, dass es wieder passt. Nicht wundern, bei mir sind die halt ziemlich kurz, weil ich hier diese überzogenen Ärmel habe und die Ärmel auch insgesamt nicht ganz so lang sind. Deswegen sieht es jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus. Aber die legt ihr euch einfach mit ein bisschen Platz darunter, dass ihr hier noch überall Nahtzugabe geben könnt und steckt euch auf diese Teile wieder fest. Jetzt könnt ihr auch ungefähr sehen, wie viel Stoff ihr braucht. Das könnt ihr natürlich auch vorher euch überlegen, indem ihr die Schnittteile einfach so hinlegt. Dann nehmt ihr am besten einmal ein Maßband und messt es aus. Bei mir sind es jetzt ungefähr, sagen wir mal großzügig, 1,10 Meter. Weil man misst immer die Länge des Oberteils plus die Ärmellänge. Je nachdem, wie lang eure Ärmel sind oder wie lang euer Oberteil ist, umso mehr Stoff braucht ihr. Und ihr müsst natürlich auch in der Breite achten. Die meisten Stoffe liegen 1,40. Da müsst ihr aber dann beim Kauf des Stoffes immer drauf achten. Bevor ihr die Schnittteile ausschneidet, müsst ihr noch Nahtzugabe geben. Ich weiß ja jetzt, dass das Shirt gut passt und ich möchte es auch so haben. Deswegen gebe ich jetzt an jeder Seite nur 1 cm Nahtzugabe. Am Saum gebe ich ein bisschen mehr, weil man den hinterher noch einschlägt. Da braucht man meistens ein bisschen mehr. Deswegen gebe ich da jetzt einfach mal 3 cm. Dafür nehmt ihr einfach das Geodreieck und legt es so an, dass ihr 3 cm dazu gebt. An den Rändern gebe ich 1 cm. Das gleiche macht ihr jetzt überall an den Seitennähten, an den Schulternähten, immer gleich viel zugeben. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr alles ausschneiden. Wenn ihr alles zugeschnitten habt, könnt ihr die Papiervorlage wieder abnehmen. So, und das Vorderteil ist jetzt ein Teil und das Rückenteil sind zwei Teile. Und jeweils die Ärmelteile. Als erstes näht ihr die hintere Mitte des Rückenteils zusammen, damit wir auch genau wie vorne ein Teil haben. Ich habe jetzt hier so einen Sweatshirt-Stoff, der halt ein bisschen elastisch ist. Und ich nähe den am liebsten mit der Overlock-Maschine zusammen. Wenn ihr aber keine habt, nehmt eine ganz normale Nähmaschine und nehmt am besten einen ganz feinen, ganz leichten Zickzackstich, damit die Naht ein bisschen elastisch ist. Und nicht sofort, wenn da Zug auf die Naht kommt, weil der Stoff elastisch ist, die Naht reißt. So sieht es jetzt aus. Dann klappt ihr das auseinander und habt genau wie das Vorderteil ein zusammenhängendes Rückenteil. Dann nehmt ihr das Vorderteil und legt es auf das Rückenteil drauf. Und näht die Seitennähte und die Schulternähte zusammen. So ist es zusammengenäht.
Dann nehmt ihr die Ärmel und näht die Ärmelnaht zusammen. Jetzt nehmt ihr den Ärmel und dreht ihn auf rechts, sodass die rechte Stoffseite außen ist. Dann nehmt ihr das Ärmelloch und steckt den Ärmel in das Ärmelloch rein und steckt die Seitennaht auf die Ärmelnaht passend. Und dann steckt ihr den Ärmel einmal rundherum an das Oberteil dran. Das gleiche macht ihr dann auch mit dem anderen Ärmel. Und dann näht ihr einmal rundherum. Jetzt könnt ihr das ganze Teil wenden. Einmal hinten und einmal vorne. Für die Säume und den Ausschnitt nehme ich mir jetzt die einfachste Variante. Ich schlage einfach den Saum ungefähr 1 cm um und stecke mir den fest. Und nähe den anschließend einfach fest. Das mache ich jetzt einmal komplett rum. Ich mache das jetzt nach Augenmaß. Und das gleiche mache ich dann auch am Ausschnitt und an den Ärmel, an den Ärmelsäumen. Jetzt habe ich alle Säume und den Ausschnitt umgenäht und somit ist das Shirt auch schon fertig.